Freunde, Fitness und Gesundheit, ihr dürft, jeder möchte kommunizieren, okay? Jeder möchte sich mitteilen, nicht jeder, aber die meisten, es sei denn, du bist sehr introvertiert, aber jeder möchte eigentlich sich mitteilen, jeder möchte auch irgendwas zu erzählen haben, jeder möchte auch irgendwie sagen, da kenne ich mich aus oder da. Ich habe natürlich das Problem und ihr auch da draußen, wenn ihr bei YouTube was hochladet, dann wird das immer attackiert mit, ja, das ist, also ich habe zum Beispiel die Überzugmaschine gemacht. Da gibt es Leute, die sich negativ darüber äußern und gar keine Ahnung haben, wofür diese Maschine ist. Da schreibt einer, das ist ja alles Blödsinn, wofür ist denn diese Maschine? Ich stehe da auch nicht vorm Porsche Carrera GTS und sage, ist doch Blödsinn, ist doch gar kein Sportwagen. Es ist okay, wenn man keine Ahnung hat von etwas, aber bitte, natürlich, weil die Leute niemand im Studio fragt, weil sie auch dementsprechend aussehen. Das sind ja auch Leute ohne Profilfoto, das sind Leute mit Fake-Namen. Das heißt also, wenn ich gar keine Ahnung habe von irgendetwas, Achilles, bleib mal hier, Kokoni, Achilles, Kokoni. Okay, so. Also, wenn Leute überhaupt gar keine Ahnung haben von irgendwas, dann kotzen sie sich natürlich im Internet aus. Entschuldigung, ich soll mich nicht so formulieren. Dann übergeben sie sich mit ihrem geistigen Ausfluss hier im Internet. So, deshalb auf die bitte nicht hören. Da war jemand, der hat negativ geschrieben, dann bin ich auf sein Profil gegangen, habe mir ein Bild angeguckt. Der sieht nach gar nichts aus, der hat weder Definition noch hat der Masse. Und er dreistet sich, so rumzublöken. Das ist natürlich klar. So wie der aussieht, fragt den kein Mensch im Studio, kannst du mir mal helfen? Ist auch nicht schlimm. Der eine sieht gut aus, der andere sieht schlecht aus, das liegt auch immer im Auge des Betrachters, alles gut. Deshalb, bitte, wenn ihr meine Kommentare liest, die da irgendein Hans und Franz runterschreibt, gebt dem nichts. Freunde, ich war doch Europameister in meiner Klasse. Ich bin ja kein Penner, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich bin ja kein Spacko, der irgendwie sagt, ich sag euch jetzt mal, wie es geht und keine Ahnung von nichts hat. Ich mache die seit Sport seit 29 Jahren, okay? Ich habe interdisziplinäre Studienlehrgänge in Gastroenterologie, Pharmakologie, Toxikologie, Orthomolekulartherapie, Ökotrophologie, Endokrinologie, das ist die Hormonbiologie, Pharmakologie, wenn ich das nicht schon erwähnt habe, weil das ist ja auch ganz wichtig, viele. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion hast und enorm dick bist, dann musst du den Leuten raten können, dass sie zum Arzt gehen und sich dort betreuen lassen. Wenn jemand ein Jahr lang trainiert und einen Oberarm hat, wie ich einen Unterarm, und es passiert irgendwie nichts, musst du den zum Arzt schicken und sagen, bitte mach mal ein Blutbild, was Testosteron betrifft. Und ist das unter einem gewissen Wert, musst du dich substituieren lassen. Ansonsten kannst du natürlich trotzdem trainieren, aber es wird sich nicht viel tun. Ich hatte Leute im Training, die hatten einen Testosteronwert von 0,6. Es gibt Frauen, die so einen hohen Wert haben. Und dann ist es schade, wenn du dich abmühst und es tut sich nichts. Also das erstmal zu den Leuten, die sich immer erdreisten, irgendwas zu schreiben. Ja? Oder auch, wenn ich dann mit Manuela zum Beispiel Kampfsport mache. Selbstverteidigung. Warum erlaube ich mir das? Ganz einfach. Weil ich früher in der Schule immer auf die Fresse gekriegt habe. Ich habe immer eine abgekriegt, bis ich dann mal ein paar Freunde hatte vom Fußball, die dann auch andere kannten. Früher waren es die Jugoslawen, die hier was zu sagen hatten in Deutschland. Und dann hatte man eben mal 17 Freunde zur Seite. Dann war Schluss mit auf die Fresse. Ja, weil dann habe ich gesagt, pass auf, wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, dann kommt ihr mit 3 und wir kommen mit 10. Das ist natürlich unfair, aber es ist egal. Es ist sowieso unfair, mir dauernd vor die Schnauze zu hauen. Also, jeder wehrt sich, wer kann. So, und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt nicht immer andere heranziehen, ich mache jetzt mal Kampfsport. Dann habe ich Judo gemacht, das war mein erster Kampfsport, den ich gemacht habe, bei Marcel Laura. Der war so gut, der war sogar in der Bundesliga, in der Kader. Ja, das sind die Besten der Besten, die dort vertreten sind. So, da habe ich ein paar Gurte gemacht, habe aber auch gemerkt, okay, Judo kannst du anwenden gegen jemand, der vielleicht besoffen ist. Und du musst eine enorme Zugkraft haben, eine enorme Explosivkraft, weil du musst ihn ja greifen und dann, boom, aber mit voller Power. Also die Leute, die Judo machen, puh, die haben schon Power. So, aber das war es irgendwie nicht für mich. Dann habe ich gedacht, was ganz Traditionelles, gehst du zum Kung Fu. Sifu Niklas war dort mein Trainer. Sifu ist immer so ein Meister. Dann habe ich gedacht, nee, das muss ein bisschen moderner sein, Kickboxen. Dann bin ich zu Sifu Mike gegangen. Das war der Vize-Weltmeister im Kickboxen. Danach habe ich gedacht, okay, es muss irgendwie was Außergewöhnliches sein im Bereich Stöcker. Dann bin ich zum Eskrima gegangen. Das ist philippinischer Stockkampf. Dann war ich bei Capoeira, weil ich den Film Only the Strong gesehen habe mit Mark Dacascos. Und war wirklich bei Dacascos und habe brasilianischen Kampftanz gemacht. Ist er lieb? Ja, ne? Ist ihr Hund lieb? Ja, ne? Okay, alles klar. Cool. Bei manchen musst du fragen, ne? Weil die ruft dann immer, nehmen Sie Ihren Schäferhund zurück. So.
dann war das aber ein bisschen kontraproduktiv, weil wenn ich jetzt Schultern trainiert habe im Bodybuilding, dann musste ich nächsten Tag merken, oh, jetzt so Sachen auf den Armen, das ist schon ein bisschen anstrengend, ja, weil die waren natürlich total übersäuert, weil ich ja früher noch diesen Trainingsphilosophien gefolgt bin, was sie alle machen. Und wenn man sich wirklich mal im Studio umguckt, dann sehen nicht alle toll aus. Und jeder macht irgendwie 45, 60 Minuten, eineinhalb Stunden. Das ist zu viel. Das wusste ich damals aber noch nicht. Okay. Dann habe ich gemacht Karate. Das war auch bei der Kaskos. Aber jetzt immer nicht nur für eine Woche, sondern wirklich für ein paar Monate. Und wenn du eine Sache ordentlich machst für ein paar Monate, also Judo habe ich ja zum Beispiel für ein paar Jahre gemacht, hin und her, am Ende habe ich gedacht, okay, wie kannst du jemanden, der dich bedroht oder der für andere eine Bedrohung darstellt, möglichst schnell auf die Bretter bringen? Zack, fertig, tschüss. Und ich habe damals meine Ausbildung bei der Polizei gemacht, weil es gab in Lüneburg, das gehört zu Niedersachsen, keinen mittleren Dienst mehr. Das heißt also, früher hast du ja grüne Uniform gehabt mit grünen Sternen. Im gehobenen Dienst hattest du silberne Sterne, da fängst du mit Besoldungsstufe A9 an, das ist der Kommissar, 2 silberne ist der Oberkommissar, 3 ist Hauptkommissar, bla bla bla. Und dann gibt es noch den höheren Dienst, das sind die goldenen Sterne, die sind aber nur noch in der Administration, das heißt, sie sagen nur noch da lang, also die laufen nicht mehr Streife. Ja, wenn du einen goldenen hast, dann bist du Rat, Polizeirat, dann läufst du nicht Streife und fährst auch nicht Streife. Okay, so, also habe ich es gemacht, mein Gott, ich werde hier richtig lassen, egal. Bin ich zur Polizei gegangen und Aufnahmeprüfung war in Hannover Schmünden, 3 Tage lang. Dort war ich übrigens dann der Einzige, der im Bewerbungstest oder im Einstellungstest die volle Punktzahl im Sportbereich hatte. 48, 49 Punkte war das damals und es war eine glatte 1. Da ist der Trainer vorbeigegangen oder der Ausbilder und hat gesagt, so sieht ein Polizeibeamter aus, wie Herr Mühle. Dann habe ich gedacht, sag das nochmal, den kriege ich nachher vor die Fresse. Ganz toll, hauen die mir alle vor die Schnauze. Weil ich ihnen aufzeige, dass sie sich sportlich nicht vorbereitet haben. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf den Test. Na klar, wenn ich weiß, was kommt, muss ich ja, ich habe ja ein Gehirn. Ja, wäre es schon ganz clever, sich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Nicht zu sagen, was muss ich denn hier machen? Okay. Und dann bin ich zum MEK. Das ist das mobile Einsatzkommando. Und habe dort Wing Chun gemacht. Weil ich dann, ich hatte ein Angebot bekommen, in den Personenschutz zu gehen. Und dann hat man gesagt, gut, aber die Kampfausbildung muss schon auf der Basis vom mobilen Einsatzkommando sein und der Ausbilder, ich sage jetzt nicht seinen Namen, gegen den bin ich nämlich noch am Ende angetreten, also gegen den kämpft man dann am Ende und er sagt dann, okay, ja, passt oder passt nicht. So, und hat gepasst. Worauf ich hinaus will, ich bin nicht irgendein Spinner, der jetzt sich bei YouTube 3 Videos angeguckt hat und gesagt hat, jetzt macht er mal was. Ich versuche mich auch nicht großartig darzustellen hier. Mir geht es gar nicht darum, zu sagen, guck mal, ich bin der Geile und ihr seid alles Idioten. Mir geht es darum, euch aufzuzeigen, dass es manchmal viel leichter geht. Wir alle hätten gern jemand gehabt, der es einem leichter macht. Ich hatte jetzt so gesehen leider keinen Vater. Das wäre ganz schön gewesen, der mal sagt, Junge, ich nehme dich an die Hand, ich zeig dir das. Musste viel allein machen und das ist nicht so toll. Also worauf ich hinaus will ist, ich möchte euch davor bewahren, dass ihr Fehler macht. Und hört nicht auf die Spinner, die kein Profilfoto haben. Oder drei. Das sind Leute. Normalerweise lädt man Videos hoch auf diesem, auf dieser Plattform. Ja? Und der hat 4 Bilder. Egal. Worauf ich hinaus will ist, hört nicht auf die Spinner. Ihr müsst auch nicht auf mich hören. Ihr müsst nicht auf mich hören. Ihr könnt weiter euren Kram machen. Aber ich habe Leute wirklich. Ich bin auch ich mache ja Telefoncoaching auch und dann müssen die Leute mir vorher ein paar Bilder schicken von sich, wie sie jetzt aussehen und wie sie aussehen wollen. Und das Problem ist, ich kriege Bilder und sagst du mal, seit wann trainierst du denn? Du sagst, seit 6 Jahren. Du siehst aus, als ob du noch nie Sport gemacht hast. Und es tut mir leid in dem Moment, das zu sagen, aber das darf ich ja sagen, weil nur er und ich telefonieren. Das ist ja jetzt nicht so 1000 Leute, die dann zuhören und wo es ein bisschen peinlich wird für ihn. Es ist ja meine Aufgabe als Coach zu sagen, Junge, du machst was falsch. Und entweder machst du das weiterhin so 6 Jahre. Ich meine, mein Gott, wer 6 Jahre diesen Sport macht und ich ein bisschen danach aussieht. Und ihr müsst auch nicht aussehen wie ein Monster. Nicht falsch verstehen. Ihr könnt nicht aussehen wie ein Monster, wenn ihr keine Steroide nehmt. Körpergröße als Mann plus maximal 10. Mehr wird da nicht kommen. Der Rest ist Speck. Seid ihr 1,80, 90 Kilo. Mehr wird da nicht kommen, es sei denn, ihr habt natürlich auch schon mal eben so 10, 15, 20 Kilo Speck drauf. Das sieht ja nicht gleich übergewichtig aus, aber das würde man dann so Bulking-Phase nennen, Massephase. Aber sofern man noch ein bisschen die Konturen sehen möchte, ja,
Und ihr seht ja den Unterschied zwischen, ihr seht das da oben, das kleine, dieses Mini-Ding, das ist der hohe Bizeps und darunter, das ist der große Bizeps. Das ist der Bizeps, weil es zwei Muskeln sind. Okay, also wenn dann ein bisschen, und ich sage immer, Männer unter 15% Körperfett ist ganz gut, Frauen unter 20. So. Okay, das erstmal zu meiner Vita, warum ich mich hier auch über den Sport zum Beispiel auslasse. Ich mache den Sport seit 29 Jahren. Ich habe 2013 war ich Europameister. Ich habe jetzt 14 Meisterschaften gemacht. Meine letzte vor 3 Wochen. Ich bin leistungsmäßig aktiv. Ich gehe nicht durchs Studio und gucke, wer sieht schlechter aus und dann stelle ich mich neben den und flex meinen Bizeps. Nein, ich stelle mich auf eine Bühne, auf einer internationalen Meisterschaft und schaue, auf welchem Niveau ich bin. Mein Gott, mehr kann man auch nicht erwarten. So, und jetzt bist du bestimmt wieder eingeben. Blablabla. Ey, auf Wiedersehen. Egal. Wenn nur ein einziger meine Tipps hier als sinnvoll erachtet. Und ich habe neulich jemand gehabt, ganz interessant, also ich muss den Satz zu Ende führen, dann freue ich mich. So, und ich habe neulich hier jemand gehabt, der ganz toll geschrieben hat, danke Sascha, und der hat mir Bilder geschickt. Mit deinen Tipps habe ich 50 Kilo abgenommen. Super gut. 50 Kilo, super gut. Ja, also, aber das veröffentliche ich hier nicht. Das machen natürlich einige YouTuber oder so. Oh, hier, ich habe das gemacht. Da ist viel Bullshit dabei. Und zwar, JJ, du seist gegrüßt. JJ war auf der FIBO, ich darf jetzt keinen Namen sagen, aber JJ war auf der FIBO, auf der Internationalen Fitness- und Bodybuilding-Messe, daher FIBO, Fitness Bodybuilding, und hat einen sehr bekannten Trainer, YouTuber, Influencer getroffen, schon etwas älteren Jahrgangs, und wollte ein Foto mit ihm machen, ja, was man so macht auf so einer Messe. Und dann hat er ihm erzählt, wie gut er abgenommen hat. Und ich habe von Fotos von JJ, wo er wirklich übergewichtig ist, muss man wirklich sagen. Und dann sieht er aus, wie aus dem Ei gepellt. Wirklich. Und jetzt kommt's. Stellt er sich neben diesen Influencer, erzählt ihm das, was er erreicht hat. Und dann kommt ein Kamerateam und dann sagt der Influencer, yeah, das ist JJ. Und mit meiner Hilfe hat er das und das abgenommen. Der wusste JJ in dem Moment gar nicht irgendwie, was er sagen sollte. Und hat gedacht, was bist du denn für ein Spinner? Also, die verkaufen ganz gerne alles so, oder diese Vorher-Nachher-Bilder, die ihr kennt. Meine sind ja Real Persons, deshalb habe ich auch keine 1000 Bilder. Aber ich habe Bilder gesehen von Leuten Vorher-Nachher, die dann in irgendwelchen Zeitschriften für irgendein Produkt aufgeführt werden. Also, war ich am Flughafen, da gibt es so manchmal amerikanische Bodybuilding-Zeitschriften. Und da war dann so, ich habe mit diesem Fettburner so und so viel abgenommen. Und dann denkst du, das ist das gleiche Foto, wie der andere benutzt für sein Coaching. Da ist halt, man kann halt auch Fotos kaufen, ne? So ist es jetzt. Egal. Also, das Ganze ein bisschen real lassen. Deshalb, Leute, wenn ihr könnt von mir aus eine Stunde trainieren, 2 Stunden, 3 Stunden. Ich kenne Leute, die trainieren 4 Stunden. 6 Tage die Woche, ist kein Witz. Ich kenne Leute, die trainieren 4 Stunden, 6 Tage die Woche. Ich halte das weder für sinnvoll, noch für nötig, noch für intelligent. Ich halte das so. Es gibt Sportarten, da musst du das vielleicht so machen. Ich bin ja nicht versiert in allen Sportarten. Aber wenn wir uns überlegen, dass Arnold Schwarzenegger 4 Stunden pro Tag trainiert hat, 6 Tage die Woche, von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr, manchmal sogar bis 21 Uhr. Ich habe seine Biografie auch gelesen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jemand kennt, der mir das gesagt hat. Sondern, ne? Und dann sehen wir 1980 auf der Bühne. Schaut euch die Fotos an. Und neben ihm steht Mike Mentzer. Und Mike Mentzer steht auch in der gleichen Klasse, muskulösesten Männer der Welt, 1980. Und Mike Mentzer trainiert 3-mal die Woche 25, 20 Minuten. Das heißt, 24 Stunden gegen 1 Stunde pro Woche. Und beide stehen in der gleichen Kategorie. Und Mentzer hätte eigentlich gewinnen müssen. Schwarzenegger hat gewonnen aufgrund seiner Popularität. Hi, er hat die Videos, ja, man kann ja seine Filme, Conan der Barbar, Hercules in New York, so, das waren früher noch so Klamauk-Filme. Also wenn du früher Bodybuilder warst, dann wurdest du eher so ein bisschen veralbert. Schwarzenegger war der Erste, der das so ein bisschen in die Action-Schiene ummünzen konnte. Was ja auch sehr sinnvoll war. Okay, also deshalb, Mike Mentzer hat dann später auch Dorian Yates, mehrfacher Mr. Olympia, mehrfacher, muskulösester Mann der Welt, trainiert. Und der hat nach dem ähnlichen Prinzip trainiert. 3 Tage die Woche. Ich glaube, er war bei 45 Minuten. Ich kann das aber auch so genau sagen, weil ich mit Dorian Yates
zusammen auf der FIBO verkauft haben. Das heißt, er hat seine T-Shirts da hingelegt und seine Fotos und dann hat er eine Unterschrift drauf gemacht. Auf dem T-Shirt stand Dorian Yates drauf, auf dem Foto war dann so Dear my best friend und dann Sascha. Und dann, guck mal hier, Dorian Yates, mein bester Freund und so. Völlig bescheuert natürlich und dann kostet das $20 oder so. Früher waren es noch Euro-Zeiten. Ich bin ja schon sehr lange dabei. Meine erste Meisterschaft hatte ich 1999. Okay, Ronnie Coleman, mit ihm habe ich zusammen im gleichen Hotel gewohnt. Wir haben jeden Tag zusammen Abend gegessen, weil er auch für die FIBO vorhanden war. Und wir haben ihn dort, wir haben die Generalvertretung gehabt für BSN. Und BSN hatte so damals so das die führenden Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Synthesix, True Mass, Anoxplode, bla bla bla. So, Nitrex, Endorage, richtig geile Sachen. Und da wurde Coleman gesponsert für 1 Million US-Dollar im Jahr. Jetzt sagt man, boah, voll viel Geld. Schumacher hat in der gleichen Zeit 52 Millionen bekommen. 1 zu 52, das ist schon, ne? Da sieht man, wie der Bodybuilding ist. Und noch schlimmer ist, wenn ihr im Judo irgendwie leistungsaktiv seid. Da könnt ihr froh sein, wenn ihr mit 2,5 netto nach Hause geht im Monat. Da ist nichts mit 1 Million. Okay, also, meine Erfahrungswerte sind praktischer Natur. Und ich habe immer was gesucht. Deshalb trainiere ich ja so kurz, weil den Weg des geringsten Widerstands, weil du hast ja noch mehr als nur das Training. Du hast auch noch die Ernährung. Ich hatte neulich einen Kunden, habe ich gesagt, weil er sagt, oh, der kann ich nicht so hart trainieren. Der war sehr gestresst, arbeitet für die Firma seines Vaters, großes Bauunternehmen, und war sehr gestresst, weil er auch viel, zack, von Hamburg nach Berlin, bam, 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 die ganzen Städte. Und da habe ich gesagt, ist überhaupt nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm, weil du trainierst trotzdem intensiv. Der hat wirklich geschwitzt. Du hältst dich trotzdem an deine 4 Liter Flüssigkeit. Du hältst dich trotzdem an deine Supplementierung, die fest ist. Booster ist fest, Vitamine ist fest, Eiweiß ist fest. Alles ist fest strukturiert. Es ist nicht so, nimm mal, wie du willst. Und deshalb ist es gar nicht schlimm, wenn man mal einen Tag, 2 Tage oder auch mal eine Woche hat, wo man eben nicht sich steigert. Das muss auch gar nicht sein. Man muss nur Gas geben. Besser, man trainiert kurz und intensiv, als dass man sagt, heute mache ich nicht, morgen auch nicht, vielleicht nächste Woche. Ja? Weil es kommt immer was dazwischen, wo dann, keine Ahnung, brichst dir den Arm oder verbrennst dir die Hand oder ich habe Leute, die sind jetzt neulich durch eine Glasscheibe bei sich irgendwie im Wohnzimmer oder so gerutscht, gefallen und dann alles hier aufgerissen, wirklich hier, das musste genäht werden. Ja, dann bist du erstmal natürlich monatelang außer Gefecht gesetzt. Klar kannst du Beine trainieren, habe ich ihm auch gesagt. Bitte weitermachen, Beine trainieren und mit der Ernährung jetzt aufpassen, weil nur Sitzen und Essen ist auch nicht so gut. Aber das ist natürlich, wenn dir sowas passiert, ein anderer verkauft Böller und da ist irgendwas schiefgelaufen, Hände verbrannt, muss die ganze Zeit so einen Spezialhandschuh tragen. Das ist natürlich doof. Ja, also deshalb ist es nicht so, dass ihr euch ausruhen sollt, weil irgendwann läuft es schon, sondern es kann immer was sein, was euch Knüppel für die Füße wirft und dann könnt ihr eh nicht trainieren. Also deshalb, und wenn ihr da auf einem super Niveau seid, dann könnt ihr das besser kompensieren, als wenn ihr sowieso nach nichts aussieht und dann auch noch 8 Wochen nicht trainieren könnt oder länger oder was auch immer. Dann ist aus. Also, deshalb dieses kurze Training, deshalb mein Coaching, deshalb meine praxisorientierten Erfahrungen. Ich habe ganz viele Trainer, die zu mir kommen. Aber nicht, weil die doof sind, sondern weil die einfach nicht so viel Ahnung haben. Und warum haben die nicht so viel Ahnung? Weil die eine normale, klassische Trainerausbildung genossen haben und natürlich das dort da vermittelt bekommen, was zurzeit so vermittelt wird. Ob das der neueste Stand der Dinge ist oder ob es da wirklich auf die hormonelle Freisetzung endogen bezogener Strukturen ist, wie zum Beispiel, wann produziere ich Somatomedin, also Wachstumshormon, wann produziere ich Testosteron, wann produziere ich Cortisol. Cortisol ist schlecht, das macht mich alt, dick, krank und tot. Das will ich nicht produzieren. Und nach einer Stressbelastung von mindestens 45 Minuten empfindet der Körper Training als Stress, weil es sind ja Gewichte, die ich hebe und keine Wolwig-Wasserflaschen. Das heißt also, ab 45 Minuten komme ich in den Cortisolbereich rein, was auch noch immunsuppressiv wirkt. Also das Immunsystem unterdrückt. Dann werde ich häufiger krank. Deshalb, das ist wissenschaftlich fundiert, was ich hier sage. Das ist nicht so, ich habe mal so eine Idee und machen wir das mal. Sondern das ist wissenschaftlich fundiert. Und ihr könnt ja so trainieren, wie ihr wollt. Und wenn ihr toll aussieht, never change your winning concept. Bleibt dabei. Seht ihr toll aus? Wunderbar. Thumb up. Seht ihr nicht toll aus und müht euch ab und denkt, was läuft falsch? Klar, einmal zum Arzt, Testosteronspiegel testen. Ja, seid ihr dick, einmal zum Arzt, Schilddrüsenhormone testen. Wichtig ist das, das Schilddrüsenhormon T4. Das ist wichtig.
und das T3. Ja, T3 ist noch viel wichtiger. Das ist das starke fettverbrennende Schilddrüsenhormon. Wenn ihr davon zu wenig habt, wenn ihr viel T4 habt und wenig T3, dann liegt es daran, dass ihr zum Beispiel zu wenig Selen habt. Das braucht ihr als Spurenelement, um T4 in T3 zu konvertieren, also umzuwandeln. Und nur T3 verbrennt wirklich stark Fett. Aber egal, also. Und wenn ihr nicht gut aussieht und ihr euch abmüht, trainiert weniger. Es war Mike Mentzer, ich habe seine Bücher auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie im Internet irgendein Report lese, ja, einen Beitrag. Sondern ich kaufe Bücher. Ich habe über 80 Fachbücher zu dem Thema. Ich habe Bücher von Dorian Yates, ich habe Bücher von Mike Mentzer, ich habe Bücher von Arnold Schwarzenegger, ich habe Bücher von Athleten, die auch so mal die ganzen alten Trainingssysteme aufgegriffen haben. Ja? Trainieren wie die Champions. So, steht dann drin, wie Frank Zane trainiert hat. Gut, die Namen muss ich jetzt alle nicht nennen, weil die meisten kennen euch die nicht. Viele kennen das Colorado-Experiment nicht. Casey Viager kennen sie nicht. Ja? Sie kennen Arthur Jones nicht. Sie kennen Dr. Ellington Darden nicht. Okay. Ja? Muss auch nicht sein. Das muss ich kennen, weil ich euch sage, wie ihr es machen sollt. Okay. Und deshalb, das war jetzt, das ist ein extrem langes Video, ich weiß das, aber es war mir mal wichtig, euch mal ein bisschen was zu sagen zu dem Thema, warum ich meinen Mund aufmache, ja, und warum ich mir das überhaupt nicht reiste. Bin ja nicht irgendwo runtergefallen und denke, ja, also jetzt erzähle ich euch mal was über das Training. Ja, es ist ja, ich möchte helfen, weil ich hätte mir gewünscht, dass ich damals jemand gehabt hätte, der mich vor diesen langen Trainingseinheiten, vor diesen häufigen Trainingseinheiten, vor diesen ganzen, du musst Milch trinken, du musst Quark essen, der mich davor ein bisschen, du musst Fleisch essen, ganz viel, der mich davor ein bisschen erspart hätte, der gesagt hätte, pass auf, Junge, du machst jetzt mal 2 Monate das, was ich sage. Und wenn es funktioniert, dann siehst du, dass ich recht habe. Es war, ich glaube, Manuel Hahnemann. Also der erste, der es war Paracelsus. Und der noch erste war, der noch erste ist geil, ne? Der den Satz geprägt hat, wer heilt, hat recht. Es wird jetzt anders übersetzt. Das heißt jetzt irgendwie, Hippokrates, so 400 vor Christus. Hippokrates, so der Erfinder der Medizin, wenn man so möchte, auf den alle Ärzte auch ihren Eid schwören, den hippokratischen Eid, dass sie alles im Sinne und im Wohle ihrer Patienten machen. Der war der Erste, der ihn prägte, dann kam Paracelsus und dann kam Hahnemann, also der Begründer der Homöopathie. Wer heilt, hat recht, weil viele sagen, Homöopathie funktioniert gar nicht. Da fragt man sich, warum es bei manchen Tieren funktioniert, die ja nun keinen Placebo-Effekt haben können, weil die wissen ja nicht, ich nehme jetzt gerade so eine Globuli und dann geht es mir besser. Das können die sich, das wird ja einfach ins Essen beigemischt, das wissen die ja nicht. Also deshalb, wer heilt, hat recht. Und hallo, und somit möchte ich sagen, wenn ihr nicht zufrieden seid mit dem, was ihr macht, versucht mal was anderes. Deshalb ist ja auch, sind ja die Leute auch immer dabei, hier negative Kommentare zu schreiben. Weil es ist sehr schwer, sich selbst einzugestehen, dass man vielleicht auf dem falschen Weg war. Das weiß ich doch. Da gab es doch früher Backstreet Boys. Waren die das nicht, die gesungen haben? It's hard to say I'm sorry. Waren das die? Ich weiß gar nicht. It's hard to say I'm sorry. Manchmal macht man Fehler. Das ist normal, wir sind Menschen. Und dann zu sagen, ey, das war echt kacke. Ey, da habe ich echt den falschen Weg gewählt. Hätte ich mich vielleicht vorher mehr informiert, hätte ich vielleicht vorher merken müssen, dass das der falsche Weg ist. Das haben wir doch alle, in allen Bereichen. Ob wir nun eine Arbeit haben, die uns nicht gefällt, ob wir nun einen Partner haben, der für uns nicht gut ist, ob wir nun ein Trainingssystem vollziehen, was nicht wirklich gewinnbringend ist, das haben wir doch alle, in allen Bereichen. Und dann ist es natürlich leichter, sich ein Video von Sascha Mühle anzusehen und zu sagen, du hast gar keine Ahnung. Tschüss, Leute.